alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Die Jungs wurden gerade von ihren Fans nochmal heiß gemacht und deswegen nehmen wir uns einfach Daniel Flottmann in der Zeit noch, der hier gerade mit Sprechchören gefeiert wird. Daniel Flottmann, wie viel muss man denn richtig machen, um hier 2-0 zu gewinnen und dann noch gefeiert zu werden? Ja, ich bin gerade selber ein bisschen baff. Also zumindest habe ich nicht alles falsch gemacht in der Zeit, in der ich hier war und habe mich dann auch vernünftig verhalten. Und ich drücke Fortuna auch wirklich die Daumen und wenn ich hier einlaufe, habe ich Gänsehaut und wenn das Lied kommt in der Südstadt und so, das läuft bei mir auch so im Auto. Aber ich möchte mich nicht entschuldigen dafür, dass wir hier heute gewonnen haben, weil wir wollten unbedingt uns belohnen für die Arbeit vom letzten Sonntag auch. Und wenn das beides geht, also dass ich mich hier vernünftig verabschieden kann und gleichzeitig wir die Punkte mit dem Alles cool. Du bist aktuell so ein bisschen der, charmant ausgedrückt, etwas ältere Fels in der Brandung hinten unter ein paar jungen Wilden da. Ja. Du hältst das Ganze so ein bisschen zusammen. Auf deine älteren Tage, wie geil ist das, in so einer Truppe zu spielen, die, das sagte Vincent, das sagte dein Trainer, die einfach eine Einheit bilden, eingespielt sind, jeder weiß, was der andere machen muss. Ich wollte sagen, da brauchst du nicht so vorsichtig sein. Ich weiß, dass ich alt bin, aber die ganze Power, die ganze Energie, dieser Mut und die Überzeugung und sich hier einbringen wollen und so, das muss vielleicht noch kanalisiert werden. Und ich glaube, dafür bin ich dann zuständig, ein bisschen das zu ordnen. Aber ich lasse mich auch anstecken von der Energie, also schon so eine Wechselwirkung. Und deswegen macht das großen Spaß. Freitagabend, Flutlicht, also besser geht's ja gar nicht. Und dann noch gewinnen. Und dann noch gewinnen. Ich wollte es gerade sagen. Ist es aber auch deine Aufgabe, vielleicht die Jungs so ein bisschen auf den Teppich zu halten und zu sagen, ey Jungs, wir haben vielleicht irgendwo dieses Ziel, was keiner aussprechen will, so richtig, aber wir wollen ja ein bisschen was erreichen. Du hältst sie ein bisschen auf den Teppich. Ich wollte gerade sagen, ich werde es auch nicht aussprechen. Also von daher, wenn ich jetzt noch ins Phrasenschwein zahlen muss oder so, dann kann ich mich selber morgen nicht mehr ertragen. Aber ich denke, wir tun gut daran, jedes Spiel unsere Leistung zu bringen und dann gucken wir, wo das hinführt. Alles live bei Sport Total, das wollte ich jetzt einfach noch unterbringen. Ja, danke, klar, Daniel Flottmann. Alles klar. Und eine gute Heimfahrt. Gut, danke schön. So, der wird hier einfach gefeiert. Das ist der Hammer. André Weiß kommt dazu. André, grüß dich. Für euch wieder ganz schwierig hier zu stehen, glaube ich, nachher. Erklär mal kurz, ihr wart gerade bei den Fans. Was wurde da gesagt? Ja, dass die Fans halt unzufrieden sind. Ich glaube, wie wir alle auch, ist ja normal. Wir haben jetzt einen Punkt aus 3 Spielen geholt. Das war nicht das, was wir wollten, was die Fans wollten. Und was dann da gesprochen wurde, das bleibt dann unter uns. Aber man hat natürlich schon klar, wir wissen alle, dass wir jetzt gegen Wattenscheid gewinnen müssen. Ihr habt natürlich die Spiele vorher analysiert, hat der Trainer auch gesagt. Und habt gesehen, was ihr besser machen wollt. Und dann gibt es in der dritten Minute direkt einen Standard, der sitzt. Denkt man sich dann, ach nee, jetzt geht das schon wieder los? Nee, das sind halt Phasen im Fußball. Wir sind gerade in einer Phase, wo halt alles brutal bestraft wird. Und ob das jetzt in der dritten oder in der 10. Minute ist, das ist halt so. Ne? Wir haben halt den Kopf trotzdem, glaube ich, oben behalten. Haben auch in der zweiten Halbzeit eine gute Haltung dann auch gezeigt zu dem Ganzen. Haben auch gesagt in der Halbzeit so, wir müssen jetzt einfach noch bei 0 anfangen. Und wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, glaube ich schon, dass wir das Spiel dominiert haben, hatten auch unsere Chancen. Aber momentan ist halt die Phase, wo die Bälle nicht reingehen. Wo wir dann halt so Spiele 2-0 verlieren. Aber da heißt es jetzt einfach nur jeden Tag hart gegen arbeiten. Wir brauchen das Erfolgserlebnis und ich glaube, wenn wir das mal haben, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Das heißt, es ist tatsächlich so dieser Klassiker, man muss sich das Glück jetzt einfach wieder erarbeiten, dann fallen vorne die Dinger und dann kommen auch die Punkte wieder. Genau, es ist einfach, es geht ja nur über Arbeit. Also ich glaube, das weiß auch jeder in der Kabine, wir geben hier das Training, hauen wir uns voll rein und irgendwann wird das Glück auch wiederkommen. Es ist, letzte Saison war auch nicht immer alles gut, da haben wir aber die Spiele halt auch manchmal glücklich gewonnen. Und sobald wir das Glück wieder haben, glaube ich auch, dass die Erfolgserlebnisse wiederkommen. Dann sind wir gespannt und ich wünsche dir viel Erfolg für Wattenscheid. Vielen Dank. Danke, André Weiß. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.